Episode 12. Oder so. Sind wir in der Hölle? Ja. Man nennt sie Terra Grigia. Das dürfen wir hier nochmal auf der Rückseite spielen. Wir müssen zum Kommandoraum. Ach, die. Wir sind auf, Hunter. Schnell, sonst ist das HQ fertig. Und keine Munition mehr. Jessica, wo bleibst du? Beeil dich! Ja, der Boss wollte den Geltungsbereich der FBC immer erweitern. Genau vor dem hier hat er die Welt immer gewarnt. Diesen Vorfall machte die Krise Schlagzeilen. Könnte gute Werbung sein. Ja, vielleicht begreift die internationale Gemeinschaft es dann. Die FBC braucht noch viel mehr Einfluss. Das ist gut. Einfluss. Natürlich selber mit in der Mitte. Musst du jetzt Messer oder was? Raymond! Jessica! Um dem Kadetten zu helfen, müssen wir sie loswerden! HQ will, dass du abziehst. Aber ich kann immer noch kämpfen. Nicht sehr überzeugend. Also, los jetzt. Wir können noch nicht abziehen. Da draußen sind Zivilisten. Irgendwas tun. Sie sind in der Überzahl. Wir müssen uns sammeln. Mit so wenigen Leuten geschafft. Er hat sie bewaffnet. Und die BOWs, ha, diese Terroristen müssen bestraft werden. Diese Bastarde. Ich verschaffe euch Zeit. Geht ohne mich weiter. Du bist zu jung für den Heldentod. Leiste was, bevor du dich aufpasst. Jetzt müssen wir mal am Schleppturm. Kumpanon. Nicht gut. Du verlierst Blut. Es ist zu riskant, ihn zu bewegen. Er braucht erste Hilfe. Hier sollten wir sicher sein. Die medizinische Abteilung ist im
vierten Stock. Da ist Verbandszeug. Wir kommen zurück, Kadett. Warte hier. Alles wird gut. Natürlich. Hier gehen wir, Parker. Natürlich müssen wir zurückgehen. Parker, ich will dir ja nicht reinreden, aber bist du zu den Neuen nicht zu hart? Du meinst Raymond? Burschen wie er brauchen Härte, um erwachsen zu werden. Na schön. Jungs und ihre kleinen Spielchen. Nach oben, Achtung! Genau, was ich brauche. Das sollte erstmal reichen. Mehr Granaten. Jetzt. Mehr Hunter! Wer mich hört, komm zurück! Raymond hat Probleme. Wir müssen zurück. Ich wusste, der Anfänger wird genervt. Lass es nicht an ihm aus. Er ist nicht schuld. Wir kommen!
zu. Es kam immer mehr. Ich bin okay. Aber sie. Hey, du hast gut durchgehalten. Überlass das Kämpfe uns. Wir zeigen dir die Tür. Jetzt muss Messer. Ich habe Heilung. Ich habe den Heilungsknopf. Ich glaub's nicht. Na also. Oh, genau, was ich brauche. Das sollte erstmal reichen. Und ich hätte auch noch Granaten, die ich blöd bin. Ich würde mich doch gern. Der Anfänger würde nerven. Das ist nicht der Ding. Super scannen können. Ist nicht in die falsche Richtung laufen, dann schaffen wir es vielleicht. Verdammt! Ich bin umzingelt! Ich weiß nicht, ob... Hör zu, Kadett! Du wirst nicht sterben! Ich befehle dir zu überleben! Wir kommen! Das ist ein Messer. Yep. Und Granaten. Messer und Granaten. Es kam immer mehr. Ich bin okay. Aber sie. Hey, du hast gut durchgehalten. Sehr schön, alles sicher. Jetzt kümmern wir uns um unseren Kadetten. Bist du schwer verletzt? Okay, Kadett. Jetzt habe ich was gut. Hey, verstehe. Du willst etwas erreichen. Aber genug Heldentaten. Du gefährdest damit deine ganze Einheit. Willkommen in der Realität. Ja, Sir. Okay, gleich geht's dir besser. Ich glaube, ich kann gehen. Dann komm mit. Der Aufzug zum Kommandoraum ist gleich dort. Willst du ein bisschen Munition für mich, oder? Kannst du dich bewegen? Ich wäre alles, ab, was kommt. Erstmal Messer. Ja.
Irgendwas stimmt nicht. Was ist? Denk doch mal nach. Die Ablieferung und Verteilung dieser BOWs, das ist viel zu professionell. Und wie haben sie es verdammt nochmal geschafft, das FBC-Netzwerk zu umgehen? Das passt einfach nicht zusammen. Runter? Außer jemand hat das alles geplant. Kadett, das geht zu weit. Wir sollen das Problem hier nicht untersuchen, sondern es lösen. Aber alles, was ich sage, ergibt Sinn. Ach, das kennen wir doch schon. Raum ist gleich da. Halt den Kadetten am Leben. Du bist verletzt, aber bitte halt zum Kommandoraum. Ja, ich verstehe. Und ich kann dich gut hören. Das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Morgan, du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Du hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr erfüllt noch einen wichtigen Zweck? Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung. Und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen. Deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, der Amerikaner euch ausdenkt. Ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet. Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Du, was du nicht lassen kannst. Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt. Der neue Virus wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Es führt dich gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen.
Ja, er lebt noch. Wie hast du... Jessica ist entkommen. Wir waren so nah dran. Okay. Es tut mir leid, Raymond. Die ganze Zeit hattest du recht. Ja. Gut, dass jemand den Durchblick hatte. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, Parker. Nächstes Mal rette ich Sie. Und wir machen uns zusammen aus dem Staub. Haben die alle schon vergessen, dass er der Typ mit der Maske war? Mann, Kadett. Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Sir, hätten Sie uns denn nicht einweihen können? Das Risiko war zu groß. Nicht mit einem Spitzel, der in der BSAA sitzt. Es tut mir sehr leid. Die ganze Arbeit. Und die Zenobia und die Semiramis. Ja, ich weiß. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keyes und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Die Datenanalyse von ihnen. Das Ergebnis ist da. Und? Was ist rausgekommen? Wir hatten ursprünglich vermutet, dass Veltro bei der Terra Grigia-Panik zwei Schiffe benutzt hat. Aber es gab ein drittes. Juhu. Die letzte Queen. Weiter geht's, spielen wir noch das letzte Kapitel. Voraussichtlich, vielleicht, ich weiß nicht. Bisher bei Resident Evil Revelations. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keyes und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Episode 12, die Königin ist tot. Die letzte Queen? Ja, Queen Dido. Sie liegt seit dem besagten Tag auf dem Grund des Meeres. Dann können wir sie also finden. In Terra Grigia. Ganz genau. Es ist unsere verdammte Pflicht, diese Mission zu Ende zu bringen. O'Brien, Ende. FBC, keine Bewegung! Na los, Hände hoch! Und hier ist fertig. Morgan Lansdale. Wir werden jetzt ab hier übernehmen. Die BSAA steht ab sofort unter der direkten Kontrolle der FBC. Clive R. O'Brien,
Ich verhafte sie wegen ihrer Zusammenarbeit mit der Terrororganisation Weltrove. Chris, Jill, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Da ist es. Die Überreste Terragrigias. Und der Queen Dido. Das sieht doch sehr genau aus. Nähern uns dem Absetzpunkt. Das ist die Queen Dido, die dritte Queen. Es ist so ruhig, als ob die Zeit stillsteht. Diese Kloten vom Strand, die sind von hier. Deshalb hat Morgan das Gebiet abgesperrt. Wie genau funktioniert das Gerät und was zum Krieg? Was? Kann ich das nochmal sehen? Oh, hübsche Grafik, Gott. Boah. Ich glaube, wir sind zurück hier schon. Passieren, dass man sich verschwindet.
beeinflussen.